Abteil, sondern wurde gefangen. Sandan, 0,6 Meter groß, 12 Kilo schwer. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Es war auf der Jagd, als wir es gefunden haben. Ja. Wahre Geschichte. So wurde es mir zugetragen und so tragisch ist dir zu. Mein lieber Zuschauer, beziehungsweise Zuschauerin. You never know. Ja, nein. Und ich denke, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal hier so gucke, Sandan bekommt, glaube ich, jetzt ein bisschen Training. Dann müsst ihr mich aber mal ganz kurz entschuldigen. Wir sehen uns in... bei euch eine Sekunde wieder. Bis gleich. So. Entschuldigt diesen ganz kurzen Cut nochmal. Ich muss doch was gerade ändern. Weil jetzt heißt es Training. Bedeutet, ich werde wieder alles auf schnell machen und dann Basem, Basem, Basam. Gehe ich wieder ins Pokécenter. Und dann gehe ich zum Markt. Und dort kaufe ich mir Tränke. Weil ich es kann. Das ist mir zu spannend. So. Oh Gott. Ja, Felsgrab erlernt und Raub erlernt. Oh, ich kann jetzt Felsgrab. Ich glaube, ich habe hier wirklich eines der schwächsten Sandans gefunden, wie überhaupt möglich ist. Was ich nicht so toll finde. Mit einem guten Schlaf. So, dann war ich Level 11, will Sandwirbel lernen. Dazu sage ich nein. Sonderbonbon, erreicht Level 12. Und Trank. Hab, hab. Und schon haben wir einen Sandan Level 12. So. Da-dam, da-dam, da-dam. Trainiere unser Sandan, das macht Spaß. Trainiere unser Sandan, ja, das macht viel Spaß. Buh! Blöde Sau. Oh, hey, aber der entwickelt sich. Tut mir leid, dass das jetzt zu schnell ist. Ibitag. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das erst auf Level 21 passiert. Das kam sehr unerwartet. Tut mir leid. Falls ihr böse sein solltet. Who knows? Not me.
Okay. Viel schwächere Gegner als ein Habitat Level 8 gibt es nicht. Und da kommt ein Sandan Level 12. Wieso ist dieses Sandan so viel anders? Weißt du was? Küss mir ein bestimmtes Körperteil. Bam, bam, badam, bam. Oh Gott, Level 6. Komm, schwächer. Geht es fast nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt momentan keine Ahnung, wann sich Sandan entwickelt. Habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Ihr könnt aber mal kurz gucken, wie Ibitak aussieht. Das ist Ibitak. Das ist Ibitak, wenn er Furienschlag hat. Das ist Ibitak, nachdem es gewonnen hat. Level 20 immer noch. Oh ja. Rotenschlag. Rotenschlag dich auch gleich. 14. Alte Männer stehen mir im Weg. Und kleine Kinder. Oh Gott, was ist Sandans Verteidigung so schlecht? Er benutzt doch Einigler, damit der Kampf noch 2 Stunden länger dauert. Trotz Speed-Taste. Okay, ich benutze gerade keine Speed-Taste. Bam, bam, bam. Bam. So. Ein Habiter. Was gibt's zu erzählen? Nix, ganz ehrlich. Ich weiß manchmal, wieso ich gerade Einigler gemacht habe. Ja, ich habe nämlich einen kleinen Vorteil. Das ist der Sieg. Bam, badam, badam, badam. Oh ja. So, vielleicht mache ich Training noch 5 Minuten. Vielleicht. Mm-hmm.
Wieso mache ich Felskraut? Ich brauche Felskraut. Das ist doch nicht wahr. Wieso? Ratfratz sind mein größtes Problem aus irgendeinem Grund. Okay. Dam, 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 dam. So, auf diesen Moment habe ich gewartet. Das ist der Moment, wo ich mir denke, ich wechsle mein Pokémon. Sandan. Irgendwann wird dieser Knospe auch was davon haben. Ja. So. Oha. Ein Sandan Level 6. Oh, bitte nicht zu hart. Aber es gibt noch recht viel eigentlich. Bam. 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 Dom. 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 Yippie-yay, Felskraut liegt daneben. Und jetzt, bitte, danke. Vielen Dank. So, oh, komm, ich muss irgendwas zum Erzählen haben. Nicht sehr effektiv, ja, ich hätte es mir eigentlich denken können. Wie geht's euch so? Erzählt mal ein bisschen. Das ist wahrscheinlich die Standardrede, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Schönes Wetter heute, ne? Waren wieder Minusgrade, habe ich gehört. Ja, ich weiß es auch nicht. Ein Level wäre jetzt noch sehr schön, würde ich sagen. Ein Level würde mich freuen. Mir fällt noch was ein, was Wichtiges eigentlich. Das könnte ich perfekt während dem Training sagen. Es haben bestimmt schon sehr viele von euch davon gehört. Diesen, sag mal, Führer aus Uganda. Joseph Kony heißt er, glaube ich. Ich weiß, ob er Joseph heißt, da bin ich mir nicht sicher. Es gilt, ihn populär zu machen. Vielleicht haben welche davon gehört, von der Aktion Stop Kony. Das ist ganz simpel. Wir wollen Kony berühmt machen, weil er mit Kriegsverbrechen und so am Hut hat. Und einen Moment, ich komme sofort wieder, sprechen wir weiter.